gestern einen Bekannten aus meiner Heimat getroffen. Er heißt Zhao Dexi und war ein Schulfreund meines Bruders. Wir kannten uns gut. Er arbeitet jetzt für eine wichtige Person. Sein Name ist Yi und dieser Yi arbeitet als Geheimagent für die Regierung. Er ist im Moment hier in Hongkong. Der Regierungschef sagt von sich, er sei für die Friedensbewegung. Aber er ist ein Kollaborateur und Landesverräter. Ein Handlanger der Japaner. Er versammelt seine Anhänger um sich und dieser Yi soll für Hongkong verantwortlich sein. Und ich treffe zufällig Zhao Dexi. Das ist unsere Chance. Was für eine Chance? Jetzt spielen wir kein Theater mehr. Nein. Einen echten Kollaborateur zu töten, ist tausendmal wirkungsvoller, als Parolen zu rufen und die Zuschauer zu Tränen zu rühren. Jetzt sind Sommerferien, in der Uni wird man nichts merken. Am besten versucht einer von uns mit einer falschen Identität in Yis Familie reinzukommen. Ich werde Zhao Dexi darum bitten, mir irgendeine Stelle zu besorgen. Und dann werden wir eine Waffe beschaffen. Naja, keiner von uns weiß, wie man Menschen tötet. Ich meine, töten können wir nur auf der Bühne und... Stehst du einem Kollaborateur gegenüber, der die Würde unseres Vaterlandes und der Nation verrät, fällt dir das Töten nicht schwer? Wir sollten bedauern, dass wir nicht genug von denen töten. Es geht um Leben und Tod. Das sollte euch klar sein. Wenn wir uns dafür entscheiden, machen wir etwas Großartiges. Ohne Angst vor dem Tod, ohne Reue, zurückblickend auf mein junges Leben. Töten wir einen Handlanger von Wang Jingwei! Ich bin dabei. Ich auch. Wir natürlich auch. Aber ich will euch zu nichts zwingen. Ich möchte gern mit euch zusammen sein.